Digitaler Aufbruch mit Bodenhaftung, hat der Kollege gerade gesagt. Was ist denn ein digitaler Aufbruch mit Bodenhaftung? Das würde ich doch ganz gerne mal ausdiskutiert wissen. Also der digitale Aufbruch mit Bodenhaftung, das ist schön. Also einen digitalen Aufbruch wollen wir, glaube ich, alle. Und dass man auch darüber reden muss, welche Vor- und Nachteile Digitalisierung hat und was das mit uns macht und mit der Arbeitswelt und mit unserer Gesundheit und der permanenten Zurverfügungstehung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Im Zusammenhang mit dem OZG, digitalen Aufbruch mit Bodenhaftung zu verwenden, finde ich nicht ganz passend. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wichtig das Onlinezugangsgesetz ist. Und ich glaube, dass auch die Pandemie spätestens uns allen noch einmal gezeigt hat, wie elementar eine digitalisierte Verwaltung ist. Inzwischen, wie wesentlich digitale Verwaltungsabläufe sind und natürlich vor allem die Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Der Landesrechnungshof hat im Zuge seines neuesten Berichtes zahlreiche Risiken aufgelistet, die eine fristgerechte Umsetzung des OZG bezweifeln lassen. Das mag vielleicht die Bodenhaftung sein, von der der Kollege sprach. Da muss man mal ganz klar sagen, dass der Landesrechnungshof da wenig zimperlich war und der Bericht las sich auch nicht besonders lustig und der Vortrag im zuständigen Fachausschuss war es auch nicht. Denn zahlreiche Risiken wurden hier benannt, etliche Grundvoraussetzungen würden nach wie vor fehlen und das schon seit langer Zeit. Ganz klar der Vorwurf, die Landesregierung habe hier viel zu viel Zeit verloren und würde auch hinterherhinken. Auch die Anzuhörenden im Gesetzgebungsverfahren wiesen uns mehrfach darauf hin, dass noch bei weitem nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich fasse nur kurz zusammen. Die Kommunen müssen besser beteiligt werden, die Formen der Zusammenarbeit müssen ganz dringend optimiert werden, gemeinsame Ziele fehlen, das MV-Service-Portal habe noch nicht die Attraktivität und qualitativ notwendigen Komponenten, ganz wesentlicher Punkt, es fehlen jede Menge Komponenten. Einzelne erfüllen auch immer noch nicht den notwendigen Stand der Technik. Fehler würden nicht korrigiert werden. Vor Ort mangele es an Ressourcen und an finanziellen Mitteln. Weiterbildungen des Personals fänden viel zu zögerlich statt. Und dazu geselle sich hier und da auch noch eine sehr zurückhaltende Einstellung zum Thema Digitalisierung, weil auch das ist Realität, dass es ja viele Kolleginnen und Kollegen auch in der öffentlichen Verwaltung gibt, die sich damit überfordert sehen und auch nicht so motiviert sind, jetzt die Verwaltungsvorgänge, die letzten 30 Jahre gut funktioniert haben, in irgendeiner Form zu digitalisieren. Auch das ist ein dickes Brett. Auch da braucht es viel Einfühlungsvermögen und Gespräche und vernünftige Weiterbildungen. Und natürlich müssen die Verwaltungsprozesse, die jetzt vor Ort stattfinden und digitalisiert werden, auch noch optimiert werden, denn nur ein optimierter Prozess, den sollte man auch digitalisieren. Ein besonders kritisches Fazit der Anzuhörenden stellt fest, ich zitiere, die große Chance eines Portals in Mecklenburg-Vorpommern ist fast gänzlich vertan. Also wenn jemand zu dem Schluss kommt, dass der Zug im Prinzip fast abgefahren ist, weil wir so sehr hinterhertrödeln, dass wir die Ziele nicht erreichen und dass man das Thema MV-Service-Portal hätte ganz anders anfassen müssen. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein und darüber diskutieren, aber das hier mehr oder weniger unter den Tisch fallen zu lassen, finde ich dann schon ein bisschen unangebracht. Da hätte ich mir eine andere Reaktion der Landesregierung gewünscht. Die aufgeworfenen Probleme jetzt hier klein zu reden, wird uns nicht voranbringen. Deshalb haben wir unsere Kernforderungen auch mit einem Entschließungsantrag nochmal vorgelegt. Der Kollege Albrecht hat den Antrag ja freundlicherweise nahezu vorgelesen. Das heißt, das hat er auch sehr gut gemacht. Das heißt, das muss ich hier auch nicht nochmal wiederholen. Allerdings ganz klar nochmal mein Appell, die digitale Agenda ist keine Strategie. Eine Digitalisierungsstrategie sieht anders aus. Man kann sich über die digitale Agenda lange unterhalten. Was steht drin? Was müsste noch drin stehen? Jetzt hat der Nachtragshaushalt in vielen wichtigen Bereichen natürlich auch nochmal nachgesetzt. Gar keine Frage. Aber eine Strategie, mit der wir vor vielen Jahren hätten schon anfangen müssen, sieht nun mal anders aus. Da werden verschiedene Bereiche des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, des wirtschaftlichen Lebens definiert. Man entscheidet sich ganz klar für Schwerpunkte, weil ja, auch da sind wir uns ja einig, dass Digitalisierungsprozesse sehr, sehr kostenintensiv sind und zwar auch für eine lange Zeit. Bevor Sie vielleicht irgendwann mal Geld sparen, kostet Digitalisierung erstmal sehr viel Geld. Sowohl die Technik an sich, das heißt die Infrastruktur, als auch natürlich das Personal, das dann für die Digitalisierung auch gebraucht wird. Das ist ja auch ein Thema, das wir regelmäßig mit den Hochschulen haben. Eine Strategie hätte hier Schwerpunkte setzen müssen im Bereich Bildung, Verwaltung und natürlich auch
Wirtschaft die digitale Agenda ist und bleibt für uns da keine Antwort. Dazu der zweite große Komplex, die Kommunen. Herr Minister hat ja auch im Ausschuss und auch während der Anhörung natürlich immer wieder auch versucht zu schildern, wie schwierig mitunter die Abstimmungsprozesse mit den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern sind. Und da haben wir es ja auch nicht mit einer homogenen Masse zu tun. Wenn wir sagen, die Kommunen, heißt das ja nicht, dass sie sich alle einig sind, sondern natürlich gibt es da auch unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Herangehensweisen. Das befreit uns aber natürlich nicht davon, Sie mitzunehmen, Ihre Sorgen ernst zu nehmen, gerade in Bezug auf die Finanzierung der Digitalisierung. Das ist ja der ganz entscheidende Punkt. Welche Leistungen, welche Komponenten werden uns zur Verfügung gestellt? Was müssen wir selbst machen? Wie teuer ist das und wer unterstützt uns auch organisatorisch bei der Umsetzung? Diese Fragen bleiben auch jetzt noch offen und die werden uns auch ganz sicher die nächsten Monate und Jahre noch intensiv begleiten. Im zuständigen Fachausschuss haben Sie unsere Entschließung bedauerlicherweise abgelehnt, mit der Begründung, die Punkte befänden sich schon in der Umsetzung oder seien unnötig. Ganz offensichtlich werden Sie dieses Votum hier wiederholen. Aus unserer Sicht ein falsches Signal an die Kommunen, die sich, wie gesagt, nach wie vor auch überfordert sehen mit den Herausforderungen der Digitalisierung. Bedauerlich. Wir bleiben dran. Spätestens beim nächsten Mal, wenn es wieder um Digitalisierung geht, werden wir uns dazu weiter miteinander auseinandersetzen. Und da wünsche ich mir natürlich auch fortlaufend auch über den Ausschuss eine Einbindung der kommunalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, wenn es um die Digitalisierung geht, jetzt erst recht. Vielen Dank.